Guten Tag, Dämonen und Dämoninnen. Willkommen zurück bei Demon Crest. Ich habe nochmal ein bisschen hier weitergespielt, um auf den Turm zu klettern. Bin aber noch nicht wesentlich weitergekommen, aber ich glaube auch, dass hier das Ende ist, weil es hier auch keine Plattform mehr, um weiter hochzukommen, aber... Nee. Ja, deswegen werde ich mal hier reingehen. Und gehen einfach mal weiter über diese Steinbrücke. Ich weiß uns halt nicht, was uns hier erwartet. Ach, das... Ach, das ist doch hier der... Wie heißt der? Armer, ne? War's, oder? Nice to see you again, Firebrand. There shall be no mercy for you this time. Oh shit. Ja, der ist schon echt stark. Ah, den musste ich letztes Mal auch ein bisschen zusetzen. Wow. Ja, der schießt ja auch, ne? Also bis jetzt geht's, aber ich bin mir nicht sicher. Wow. Ja, der zieht mir auch mal direkt zwei ab. So haben wir das gerne. Yay! Wow. Ich will nicht getroffen werden. Das ist ungesund. Der Mond im Hintergrund, das sieht echt gut aus. Hallo, komm mal runter. Ich glaube, ich muss in einer niedrigen Sektion fliegen, damit ich ihn mal treffen kann. Ja. Jetzt fliegt er nämlich zu hoch. Ne? Das ist immer so ein riesiges Problem. Oh, was hält denn der aus? Sag mal. Yep. Wo ist er hin? Hi. Mhm. Oh, Pennergesicht. Hör auf! Ich will das nicht. Yes, 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 yes. Da geht mir die Düse gerade. Oh, ich hab nichts mehr zum Heilen. Naja, kriegen wir hoffentlich auch so hin. Hoffentlich? Hoffentlich. Ja, das war jetzt wieder zu tief. Ja, das war Pixel-Haaresbreite hier. Wo bist du? Ja, das Angriffspattern von dem, das ist jetzt nicht so schwer. Aber der ist halt echt hartnäckig hier. Was? Was macht dann jetzt? Tut mir das weh? Nein, aber das zieht mich so ein bisschen an. Das ist neu. Das hat er vorher nicht gemacht. Für alle, die den Part mit Arma nicht gesehen haben. Das war gleich im ersten Part, glaube ich. Und im zweiten. Da kam der schon mal und hat nämlich... Ah, okay. Also das ist dieser komische Wirbelsturm, den er macht, der ist jetzt nicht schlimm, aber der zieht mich halt so ein bisschen an und nach oben. Ja, okay, das war schlecht getimed. Yay. Alter, was? Jetzt aber, Husak. Der ist schon ein bisschen dunkler geworden. Das heißt, der ist bald kaputt. Wow, noch ein Treffer und ich bin down. Will nicht. Hau ab. Yes. Scheiße. Ah! Ich werde mich nochmal kurz im Tower ein bisschen umsehen. Vielleicht ist hier was, was ich vergessen habe. Ja, ist okay. Vielleicht ist hier noch irgendein Item. Wer weiß, wer weiß. Gehen wir mal hier raus. Ah, hier. Ja, die Köpfe. Gibt's hier eigentlich... Achso, ich kann gar nicht. Auf die andere Seite. Ich werde vom Wind einfach nach oben getragen. Ist ja per se nicht schlimm, weil es ist sowohl eigentlich recht praktisch. Ja, ich weiß, dass ich wieder nach unten gehe. Das ist mir bewusst, aber ich will... wow. Ich will für mich einfach nochmal schauen, ob ich jetzt vielleicht hier noch irgendwas finden kann, was mir weiterhilft.
Vielleicht ist ja noch so ein Herzding hier. Okay. Sieh mal an. Ich komme auch auf die andere Seite. Aha. Was? Okay. Ah, da war noch ein Zauberspruch. Also haben wir doch noch was gefunden. Ich drop mich erstmal so langsam hier runter. Nö. Auch ihr. Ja, tricky. Aber machbar. Da ist hier echt nichts mehr. Wenn hier schon noch ein Zauberspruch war, vielleicht ist hier noch irgendein Herzcontainer oder sowas. Die sind ja meistens an den unmöglichsten Orten versteckt, glaube ich. Okay, jetzt bin ich am Boden angelangt. Das heißt also, hier geht es nicht mehr weiter. Ist hier echt nichts mehr. Okay, da komme ich nicht durch. Nee. Statuen zerkloppen kann ich auch nicht oder sowas, weil hier gibt es keine. Oh, okay. Achso, ich hab gedacht, da kommt jetzt wieder so ein Gegner. Mhm. Was haben wir denn da? Ach, wir haben noch einen Talisman. Crown. Okay. Equipped. Ich lasse aber trotzdem mal den Skull, weil das heißt ja, dass Gegner mehr Health droppen. Aber wir haben schon noch zwei neue Gegenstände gefunden. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. So, das heißt, ich muss hier wieder hoch. Ich werde das mal hier ausmachen, weil innen, so dumm es halt klingt, ist es mir doch ein bisschen zu gefährlich. Weil hier ist es für mich doch ein Ticken einfacher. Ja. Weil ich muss sagen, diese Geister da drin, die sind halt super nervig. Da begebe ich mich hier doch lieber in Gefahr. Okay, das heißt aber, ich muss hier rein wieder. Und dann, ja, hi. Dann muss ich schauen, ob wir dem Armer jetzt mal beitreten können. Wird zwar mit der Energie jetzt aktuell ein bisschen schwierig. Aber schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ansonsten muss ich schauen, dass ich vielleicht nochmal mir einen, so einen Energiecontainer hole. Das heißt Energiecontainer, also so eine Health Potion. Jo. Hi. Ich bin's wieder. Nee. Ja, jetzt fliegt er wieder. So, vom Angriffsmuster her ist er, wie gesagt, nicht so schwer. Uah. Nur das Dumme ist halt, diesen Wirbelsturm, den er macht, der ist jetzt auch nicht gefährlich, aber der ist halt nervig, weil er mich ständig zu dem zieht. Das ist ein bisschen störend. Und ich weiß halt echt nie, wie lange der fliegt. Beziehungsweise, ja, wann er wieder nach oben segelt, wenn er mal fliegt. Jetzt. Ja. Okay. Ach. So nett. Bist doch ein alter Armer, bist du. Uah! Shit. Komm runter. Ja, in der Luft fühlst du dich stark, oder was? Ja, ja. Die Sprüche kennen wir alle. Wow. Ich muss hier, glaube ich, auf meiner Höhe sein, ja. Jetzt müsste er auch, glaube ich, demnächst mit seinen komischen Wirbelstimmen anfangen. War das so? Armageddon! Hm. Bam. Ich mag das nicht, wenn ich ihn nicht sehen kann. Uah, close. Ach, der drückt mich durchs ganze Level, oder was? Durch diesen ganzen Abschnitt hier, wenn er das macht. Ja, das geht aber, wie gesagt, noch. Das geht noch klar. Was macht er denn jetzt? Achso, dann macht er wieder diesen komischen Level. Aber ich muss halt echt bereit sein, immer auf die Sprungtaste zu drücken, wenn er das macht. Wow.
Ich weiß, der Kampf ist nicht besonders spannend, aber... Wow. Fick dich! Ah. Oh Gott! Ich krieg eine mittlere Herzkrise hier, der Typ. Er ist ätzend. Gib auf! Du hast keine Chance. Firebrand ist dir überlegen. Yes! Da brennt er. Warum geht er nicht kaputt? Can it be? My whirlwind move has been defeated. What are you? Goodbye for now, Firebrand. Jetzt zieht er sich wieder. Typisch. Typisch. Hast du nur Schiss? Was soll man jetzt? You have found the Crest of Air. Uh-huh. With which you can morph into a... A-Gargoyle. Wahrscheinlich Air-Gargoyle. And soar higher into the air. So, so, so. Und nun? Was bringt mir das? Ich verstehe es noch nicht ganz. Frage ist auch, was wir jetzt machen sollen. Wir haben jetzt ja alle Sektionen durchgeboxt. Vielleicht, weiß ich nicht, muss ich noch gewisse Sachen finden oder so jetzt, wo ich noch vorher nicht dran kam. Aber was ich machen werde zuvor... War hier der Händler? Ich gehe mir noch ein paar Health Potions kaufen. Ah, da ist er. Weil mit dem restlichen Geld... Ja. Also Herb ist hier eigentlich mit am wertvollsten. Elixier ist auch gut. Das funktioniert nämlich unter dem Aspekt, dass wenn ich sterbe, wieder ins Leben zurückgerufen werde. Das ist quasi so, ja, so eine Art extra Life. Ist praktisch. Kostet aber viel. Die Herbkosten komischerweise nur 25. Und ich bin jetzt so reich mit 394. Da kaufe ich mir doch mal direkt 3 Stück. Ja. Ja. Und ja. Weil man kann nie genug Heilung haben, vor allem in diesem Spiel nicht, habe ich gemerkt. Also wie der Firelord mir den Arsch versohlt hat, das war nicht mehr feierlich. Hä? Ist das neu? Warte mal, ich werde mal kurz auf die Karte gucken. Karte? Da steht keine Nummer dran, aber... Weiß nicht, ob ich... Gehen wir einfach mal hin. Nee, das kenne ich nicht. Hä? Ah, you arrived much earlier than I expected, Firebrand. But it's of a little consequence. For this time I shall clip your wings once and for all. Ist das? Was? Stacheln? Oh nein. Ich glaube, das war ein Fehler, hier reinzugehen. Wer soll das sein? Okay. Also. Ach, das sieht ja geil gemacht aus. Ich hab. Nein, Hilfe! Wow! Das bockt den nicht. Wow. Ja. Es passiert so viel auf dem Bildschirm, ich komme gar nicht klar. Ah! Ich weiß auch nicht so recht, was ich machen soll. Uah. Gott. Ich nutze mal eine Health Potion. Ich meine, ich kann mir ja zur Not noch welche kaufen, falls der Kampf hier richtig fail ist. Ich glaube, mit dem Ärgergold kann ich dem noch nicht so viel ausmachen, weil ich schieße auf den und der leuchtet ja nicht mehr. Uah! Alter, ist der schnell. Der Armer ist ja ein Witz dagegen. Wow. Nein, hau ab. Nie. Oh nein. Oh shit. Ich glaube... Ich weiß nicht so recht. Also ich glaube, um den zu besiegen... Der zieht mir ja direkt mal 3 ab, habt ihr das gesehen? Ich glaube, um den zu besiegen, muss ich nochmal noch ein bisschen Kugeln finden. Also so diese...
Ja, die meine Lebensenergie steigern. Na gut, dann war es das erstmal soweit von meiner Seite aus mit Demon Crest. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ist ein cooles Spiel, macht ja echt Spaß. Ein kleiner Geheimtipp für alle, die, ja, also auf die Art Castlevania stehen oder Super Ghouls and Ghouls. Ja, hat mich gefreut. Schaltet wieder ein bei Demon Crest. Haut rein, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Und bis zum nächsten Mal.